Bücher schafft es bestimmt auch der hier. Simon Rolfes, der Captain von Bayer Leverkusen. Bereits mit 4 Jahren begann der Lehrersohn zu kicken. Im letzten Jahr dann der Schock für den Nationalspieler. Knieverletzung, WM verpasst und insgesamt 241 Tage Pause. Herr Rolfes, wie fühlt man sich, wenn man auf einmal gesagt bekommt, jetzt ist erstmal ein Jahr Pause? Ja, das ist insofern schlimm, weil ich natürlich auch wirklich in der Anfangsphase der Saison meine beste Zeit meiner Karriere bislang hatte. Das muss man ja sagen. Ich habe in 8 Spielen 4 Tore gemacht. Wir haben sensationellen Fußball gespielt, zu dem ich mit Sicherheit auch mit guten Leistungen beigetragen habe. Und dann war es natürlich schon hart, dass das sozusagen keine Auswirkung mehr hat auf in der Saison hat und natürlich auch Richtung WM. Ja, das waren dann schon erstmal ein paar harte Wochen nach der OP im Januar. Das ist doch eigentlich ein schlimmer Moment, wenn man erfährt, nee, geht jetzt nicht mehr. Natürlich nach so einer OP, ich hatte 8 Wochen Krückenzeit. Das ist nicht schön, wenn man dann da liegt, zu Hause liegt und in seiner Motorschiene jeden Tag 6 Stunden das Bein oder Knie durchbewegen muss. Und man sieht, wie die Muskulatur quasi schwindet. Ich wundere mich, dass Sie das mit so einem Grinsen sagen. Ja, jetzt stehe ich ja wieder auf dem Platz, da kann ich das locker sagen. Im Februar, glaube ich, hätte ich Ihnen das nicht so erzählt. Was waren die schwersten Momente? Ja, das waren die schwersten Momente, weil dann musste ich realisieren im Februar, dass das auch mit der WM nichts wird. Und eine WM gibt es eben leider nur alle 4 Jahre. Ich bin jetzt 28, das war im Prinzip wunderbares Alter für mich auch gewesen. So hatte ich das im Frühherbst sozusagen auch klar auf dem Schirm für mich. Gut, jetzt gibt es in 4 Jahren in Brasilien eine schöne, da muss ich die anpeilen. Dann ist der hier schon 38, Michael Ballack. Von Chelsea zu Leverkusen gewechselt, 3 Spiele und das war's dann erstmal, Bruch des Schienbeinkopfes. Verletzt zurzeit auch Abwehrmann Sammy Hüppie und unter anderem Stürmer Stefan Kießling. Sprichwörtliches Verletzungspech bei Bayer Leverkusen. Trotzdem ist die Mannschaft erstaunlich gut. Warum? Ja, weil wir, also der Verein mit dem Trainer zusammen im Sommer schon die richtigen Schlüsse auch aus der letzten Saison gezogen haben, dass wir einfach den Kader ein bisschen breiter aufgestellt haben und dadurch auch solche Ausfälle besser kompensieren können. Man merkt schon, dass wir natürlich, dass es da nicht mehr viel Luft bei uns gibt, das ist keine Frage. Aber ich denke, was uns auszeichnet einfach, ist, dass wir eine sehr gute Geschlossenheit in der Mannschaft haben und jeder Spieler auch weiß, dass er gebraucht wird. Und ich denke, das ist mit ein Grund, wieso wir überhaupt so viele Punkte haben, weil wir haben mit Sicherheit nicht immer attraktiv und schön gespielt, aber dann doch relativ erfolgreich und effektiv. Und das hat viel mit einem großen Willen zu tun, mit einer guten Moral und einem Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Ihren Trainer, Jupp Heynckes, haben Sie jetzt aber gar nicht aufgezählt. Ja, der ist natürlich, das ist doch klar, der ist der Chef des Ganzen und natürlich auch mit dafür verantwortlich, dass es diesen Willen gibt, den Zusammenhalt gibt. Und als Beispiel Sidney Sam, der weiß, dass der Trainer große Stücke auf ihn hält, das sagt er auch in Mannschaftssitzung. Und dann kommt er eben auch rein und spielt selbstbewusst und frech von der Leber weg sozusagen und macht dann das entscheidende Tor. Und so gab es ja schon häufiger Spiele dieses Jahr, wo ein Wechselspieler dann auch noch sozusagen Punkte für die Mannschaft geholt haben. Wessen Idee war das, dass Sie wieder Kapitän werden? Ihre oder vom Trainer? Wessen Idee, das ist lustig. Nein, der Trainer hat das bestimmt. Das ist der Trainer entscheidet, dass wer Kapitän ist. Natürlich hatte ich gegen seine Idee sozusagen, wie Sie es ausdrücken, hatte ich nichts. Welche Lehren haben Sie für sich jetzt gezogen? Lehren, weniger Veränderungen, die man zwangsläufig dann anders mitleben muss. Vorher war ich einer, ich habe jeden Tag, also jedes Mal war ich auf dem Trainingsplatz. Ich habe, glaube ich, die 4 Jahre vorher bei Bayer so gut wie keine Trainingseinheit verpasst. Es gab es quasi nicht, dass ich mal nie trainiert habe und konnte alles mitmachen, alle Belastungen oder was auch immer. Das verändert sich natürlich jetzt ein bisschen, dass man mehr darauf achtet auch, dass man vielleicht manche Sachen nicht macht, manche Sachen dafür verstärkter macht fürs Knie und so einfach das ein bisschen anders dosiert. Deswegen ist eine Veränderung in der Verhaltensweise, gibt es mit Sicherheit. Und auch in der Einstellung? Ich war, keine Ahnung, 4 Monate habe ich im Prinzip nur Krafttraining gemacht, nur im Kraftraum keinen Ball gesehen oder irgendwas. Sehr eintöniges Programm jeden Tag und wie schön das ist, wir mit den Jungs bei Sonnenschein auf dem Platz zu stehen und die Freude einfach am Beruf. Wohin kann es Leverkusen schaffen diese Saison? Ja, da bin ich eigentlich weiter, was ich auch vor der Saison schon gesagt habe, dass wir in die Champions League wollen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir zum Ende der Saison dann auch wieder brillanten Fußball hier sehen.